die internationale Solidarität. Oh, die internationale Solidarität. Deutsche Bank und Commerzbank sind an Firmen, an den Firmen MTU, Northrop Grumman und wieder Rheinmetall beteiligt, die den Panzer Leopard 2 herstellen. Unvergessen sind die Bilder von einem deutschen Leopard 2-Panzer vor dem Rathaus der nordsyrischen Stadt Afrin, Anfang 2018. Bereits damals hatte die türkische Armee mit Hilfe dschihadistischer Banden die Selbstverwaltung Nordostsyriens angegriffen. Mit Hilfe deutscher Waffen wurden Menschen ermordet, vergewaltigt und vertrieben. Ein brutales Besatzungsregime wurde etabliert. Die verbliebene Zivilbevölkerung der reaktionärsten Form der Scharia unterworfen. Hart erkämpfte Frauenrechte wurden rückgängig gemacht. Die Vollverschleierung ist wie damals in den Gebieten des Islamischen Staates Pflicht. Bis heute sind Mord, Entführung und Vertreibung an der Tagesordnung. Auch bei den derzeitigen Kriegshandlungen kommen wieder deutsche Waffen zum Einsatz. Erst kürzlich tauchten Bilder eines Leopard 2 in den Händen der Al-Qaida-nahen Miliz Jaish al-Islam auf. Diese Miliz ist bekannt für abartige Misshandlungen während ihrer Herrschaft über die syrischen Städte Duma und Ost-Ghuta. Wenn Bomben fallen, wenn Krankenhäuser und Schulen zerschossen werden, wenn Menschen fliehen und aufgrund militarisierter Grenzanlagen, auch hieran verdienen Deutsche Bank und Commerzbank mit, gefährlichere Fluchtrouten wählen müssen, in der Wüste verdursten oder im Mittelmeer ertrinken, klingen bei Deutscher Bank und Commerzbank die Kassen. Deutsche Bank und Commerzbank haben ein Interesse an Krieg. Ohne Krieg keine Waffenproduktion, keine Notwendigkeit, sich abzuschotten und daher keine Profite. Wir fordern die Deutsche Bank und die Commerzbank daher dazu auf, sich sofort aus der Beteiligung an Waffenproduktion jeglicher Art zurückzuziehen. Solange dies nicht geschieht, fordern wir die Kundinnen der Deutschen Bank und der Commerzbank dazu auf, ihre unfreiwillige Komplizenschaft an Menschenrechtsverletzungen zu beenden, also Konten zu kündigen und ihr Geld abzuziehen. Eine Gesellschaft, die ihren Wohlstand mit blutverschmierten Renditen aufrechterhält, darf nicht die unsere sein. Lasst uns die Kriegsprofiteure isolieren und solidarisch an der Seite der Opfer dieser verantwortungslosen Geschäftspolitik stehen. Kein Profit mit dem Krieg, keine Waffen für Erdogan, Al-Qaida und ISIS. Welche Länder Erdogan finanziell bei der Versorgung von der Flüchtlingen helfen, wenn die Überfahrten von Flüchtlingen auf die griechischen Inseln unterbindet? Damit das so bleibt, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel neue Hilfe zu. Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt der Türkei frisches Geld für die Versorgung syrischer Flüchtlinge in Aussicht. Aber wir sagen, das ist keine Hilfe für Flüchtlinge. Das Geld geht an AKP, MHP, Faschismus. Und von dort dieses Geld wird die islamische Stadt die Hadithen finanziert. Das Europäische Union muss das ganz klar sehen. Syrische Flüchtlinge im Aussicht. Merkel sagte nach einem Treffen mit dem kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenković in Zagreb, gegebenenfalls müsse man der Türkei für die vielen Abgaben bei der Beherbergung der 5,3 Millionen Menschen weiterhin geben. Dazu wäre ich zum Beispiel bereit, sagte Angela Merkel. In einem Abkommen mit der Europäischen Union hatte die Türkei 2006 versprochen, die Überhälfte von den Migranten und Flüchtlinge auf die griechischen Inseln zu unterbinden und abgelehnte Asylbewerber zurückzunehmen. Im Gegenzug sagte die EU 6 Milliarden Euro Hilfe zu, die inzwischen fast abgebrannt sind. Nach Europäischer Union Angaben sind davon bereits 5,6 Milliarden Euro zugewiesen. Also islamische Staatsdschihadisten werden von diesem Geld finanziert. Ho! Die internationale Solidarität! Ho! Die internationale Solidarität! Ho! Die internationale Solidarität! Şerbanın başında, yürüyen ve
Schiran, 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 Schi